Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Schnell gemacht. Ich habe ja in letzter Zeit nicht mehr so viel gebracht. Also der letzte Part war einige Zeit her, weil nichts passiert ist. Ich kann es mal kurz vorlesen. Alysius, Drachenwünsche 0, Anzahl der Invasionen 1. Meist eingenommenes Fort Samal 41. Ignis schon viel besser, Anzahl Invasionen 1, Drachenwünsche 1. Aggersborg 81, also doppelt so viel wie Samal bei Alysius. Und jetzt kommt's. Syrtis, Anzahl Invasionen 25, Drachenwünsche 9 und meist eingenommene Fort Samal mit 51. Es ist leider so, dass momentan nur Syrtis spielt. Alysius und Ignis spielen überhaupt nicht. Oder ja, wenigstens Ignis noch ein bisschen. Und deshalb komme ich nicht dazu, euch da in der Warzone irgendwas zu zeigen, ohne natürlich, dass es extrem langweilig ist. Deshalb mache ich jetzt momentan einfach mit der Kirasami weiter, mit der Hexenmeisterin. Und zeige euch einfach zwischendurch mal ein bisschen Jäger immer wieder. Ja, und da ist schon wieder einer. Ein Scavenger. Da ist auch eine Icke. Die Icken sind jetzt irgendwie zahlreicher geworden, aber die Eisen wurden weniger, also. Ich habe so das Gefühl, ich habe momentan eher weniger Chancen, etwas euch zu zeigen, das auch Spaß macht. Aber ich werde einfach mal, ja. Also es ist momentan einfach so, dass ich nicht so viel Lust habe, Regnum aufzunehmen. Weil eben chancentechnisch, dass es ein gutes Video wird, ist halt sehr gering. Wir gehen jetzt dem Relax hinterher. Werden wahrscheinlich aber sofort sterben. Ja, kann sein. Könnte aber auch nicht sein. Und wieso ist er schneller? Weil der Ping auch bei 140 oder so, 164 ist. Ja, 140 jetzt 150. Ist natürlich klar, nicht gerade so toll zum Aufnehmen, zum Livestreamen oder so. Deshalb weiß ich nicht, weil es wird momentan maßlos beleidigt im Alysius-Chat. Die Spanisch, also auf Spanisch beleidigen sie sehr. Und das heißt, ja, ich tue natürlich Google-Übersetzer, oh Gott, ganz viele, benutzen und muss dann Beleidigungen übersetzt bekommen. Also es ist irgendwie so, ja, langsam ein bisschen asozial geworden, also, dass die Leute sich dauernd anmotzen. Oh, du hast zu leise gespielt und du spielst nicht gerade so fair und so weiter. Ja, ganz viele. Ah, oh, das ist natürlich klar. Das ist natürlich. Was ist denn los mit dem Spiel? Geht es kaputt? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel geht langsam down. Es ist einfach nur noch. Ah, ja. Man kann einfach nichts mehr machen. Schaut euch mal das an, alle AFK. Die haben einfach keinen Bock. Wieso haben die Leute so wenig Bock? Ich habe wenigstens Bock zu spielen und zu helfen, aber ja, ich bin halt noch low-levelig. Also ich brauche noch 11 Level. Bin 11 Level unter den anderen. Und ja, die haben nicht mal Schaden gemacht. Ein bisschen Schaden haben sie schon gemacht, aber nicht viel. Ja, es ist halt, man fühlt sich halt ein bisschen verarscht, das Spiel zu spielen. Weil ja, man will ja besser sein. Und die anderen wollen alle schlechter sein. Und das macht keinen Spaß. Ich muss echt offen sagen, ich habe keinen Bock, der Bessere zu sein. Ich will gar nicht der Beste sein. Aber ich muss irgendwie der Beste sein, damit die anderen endlich mal aufwachen. Ich muss es irgendwie zeigen, oder? Und deshalb bin ich da auf der Suche ständig und bekomme einfach nichts hin. Also es ist halt einfach schon echt demotivierend. Wenn man einfach mal ein bisschen etwas zeigen will, oder? Also ein bisschen Videos zeigen, oder? Wo man auch ein bisschen ja, einen Erfolg verspürt oder so. Es geht einfach nicht, oder? Ich kann nicht zeigen, wie ich die ganze Zeit sterbe, oder? Das würde euch ja auch nicht gefallen. Und deshalb, ja, was soll ich machen? Wir gehen zur Kirasami rüber. Es hat keinen Sinn. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist
Ich schaue gleich auf die Uhr. Ich schaue kurz am Handy. Auf meinem neuen Note 10 von Galaxy. Geh an. 21:51 Uhr. Die perfekte Zeit, um ein Video in Regnung zu machen. Es ist nichts los. Es spielen keine Eisen. Das ist das Problem. Und deshalb, ja, gehen wir kurz zurück zum Bind, wenn wir es schaffen überhaupt. Weil so viele Gegner hier herumfleuchen. Weil ich dachte, ich könnte Eisen ein bisschen ausbalancierter machen zu den Zürden, indem ich einfach eine Community habe, aufmache. Aber es will ja niemand. Es will echt niemand mit mir spielen. Also es wollen schon Leute mit mir spielen, aber nicht leveln oder ja eher weniger Warzone machen. Und sie warten halt, bis ich Innis machen kann. Das kann ich halt so schnell nicht, weil ich kein Geld ausgebe. Also einfach diese 20er Euro. Klar. Ich könnte vielleicht Black Scorpion sonst ein bisschen hinterher. Aber der hat halt auch, der ist auch nur normal. Der ist bei Existenz. Hä, hat er gewechselt? Ah nein, der ist zu Existenz gegangen, nicht zu Dwarfs of Eberron. Genau. Also es ist einfach das Problem, dass ich momentan nichts zeigen kann. Deshalb kommen auch nicht so viele Videos. Vielleicht wird es bald mal besser. Ich wünschte es, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl halt, ja, sind halt viele Leute asozial und spielen nicht so gerne mit anderen Leuten. Dabei möchte ich es ja gerne. Ich würde ja gerne mit vielen anderen Deutschen oder Engländern spielen, aber ich kann halt kein Spanisch. Und das ist eigentlich so das größte Problem. Also, ja. Das habe ich jetzt gemacht. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich die Kirasami nehmen. Da ist ein Dwarf of Erebor. Und warum müssen die so einen schweren Namen haben? Erebor. So, jetzt. Ich habe doch die vorher ausgewählt und habe ich doch wieder zu mir und dann angenommen. Okay, weil sie ist jetzt bald Level 42, das kann ich mal kurz zeigen. Und dann gehen wir mal wieder in die Warzone mit ihr. Wir haben irgendwie ein paar Punkte mal gesammelt. 13 Königreichspunkte. Aber damals halt auch nicht so leicht, an die Punkte zu gelangen, wenn man so schwach ist. Ja. Aber ich habe eine Skillung genommen, die relativ gut für Warzone ist. Und ja, Dankeschön, du blödes Zelt. So. Oh, 5 Magnetstücke. Das ist doch schön. Ja. Also was er eigentlich Regnung macht, ist, dass es einem müde macht. Man ist ständig irgendwie unter Druck. Wegen den Gegnern, die ganze Zeit laggen, wegen dem hohen Ping. Also wegen den Monstern. Wegen den Spielern, die einfach viel mehr Reichweite haben als ich, weil sie bei mir immer zu langsam angezeigt werden. Dann hat die extreme Übermacht. Und halt einfach, dass wir gar kaum Leute sind. Also viele Eisen haben aufgehört zu spielen. Sehen niemand mehr sich um die Eisen kümmern. Sind sogar vielleicht zu Syrtis gewechselt. Könnte es sein. Keine Ahnung, aber ich bin halt einfach, ja, ich merke halt das, was los ist mit dem Spiel. Es geht im Bach runter. Kann man nichts machen. Und auch wenn ich jetzt wieder Dislikes bekomme im Video, weil ich das Spiel wieder ein bisschen runter mache. Es ist einfach so. Das Spiel ist nicht gut im Moment. Der Server hat zu hohen Ping. Es ist zu ausgeglichen in den Reichen. Es wird nichts dagegen gemacht. Es wird nicht mal Bugfixing gemacht oder so. Es ist halt einfach gerade nicht so gut. Und deshalb muss man es rügen. Oder ihr geht ja auch auf Steam oder anderen Dingen und gebt eine schlechte Wertung ab, wenn ihr Meinung sind, ja, es ist nicht gut. Das ist euer Recht. Also kann ich doch hoffentlich auch das Spiel ein bisschen runter machen. Also runter machen ich es ja nicht, aber einfach ein bisschen, ja, schlechter denken gerade, weil es mir halt keinen Spaß macht. Also mir macht schon Spaß zu leveln, aber es geht einfach zu lange, bis man endlich Level 60 ist oder Level 55.
man mal ein bisschen Gas geben könnte. Einfach mal ein bisschen mehr Reichweite hat in den Kämpfen. Ein bisschen mehr durchhält. Das geht halt noch bei mir. Weil ich will keine XP-Booster angeben, wenn es sich nicht lohnt. Ich kann ja kaum Gegner töten, Spiele. Deshalb bekomme ich so wenig XP. Also was soll ich mit XP-Booster gerade machen? Nix. Außer sie vergeuden. Anders mache ich nicht. Also wenn, dann, ja, tue ich wahrscheinlich Glückskisten aufmachen. Ja, ich brauche ja irgendwo Item. Ich kann es ja mir nicht leisten, die Items. Und deshalb, ja, muss ich damit Items zuerst helfen. Ja, dafür habe ich die Grafik hochgeschraubt. Mit der INI-Datei kann man das eigentlich unlimitiert machen. Ich weiß nicht, was das Maximum ist, aber ich habe es recht hoch schon geschraubt. Und ich habe immer noch 200 FPS. Da rechts oben, ich glaube im Video sieht man es nicht, aber ich sehe es. Ist momentan bei 99 FPS, gerade 93 FPS. Manchmal bei 120, manchmal bei 180. Das ist ganz verschieden. Aber alles viel zu hoch. Ja, BK nur 59, okay. Wieso ist BK so anforderlich für Regnum? Keine Ahnung. Hä, wohin muss ich? Bis da nach oben? Ich habe die Skillung nicht, ich müsste umskillen. Ja, reden wir einfach noch ein bisschen. Machen mal ein kürzeres Video, okay? Ja, also, was muss ich noch erzählen? Der Clan ist voll, ich kann also mit der Kirasami gerade nicht in den Clan gehen. Sauerkraut. Mit dem neuen Clan gründen klappt auch noch nicht, weil zu wenig Spieler einfach mitmachen, mithelfen wollen. Und ja, der Kontakt zu vielen Leuten ist halt ein bisschen abgebrochen, weil ich nicht mehr so viel mit dem Jäger spiele. Ist einfach momentan still. Aber ihr dürft gerne mit mir chatten, das ist kein Problem. Nur möchte ich natürlich schon nicht so gerne ja, vieles mitbekommen, oder? Also viele reden halt immer negativ, wie ich jetzt zum Beispiel gerade am Anfang halt ein bisschen gestänkert habe. Aber das ist klar, wenn ein Spiel keinen Spaß macht, dann muss man halt stänkern. Es ist genauso wie wenn ihr einen Film schaut, den ihr nicht mögt oder so. Da müsst ihr natürlich auch ein bisschen die Luft rauslassen, oder? Wenn da gerade der Verkehr nicht fließt oder ja, zu viele Leute im Zug sind oder so, seid ihr ja auch ein bisschen aufgebracht. Aber ich denke, Regnum wird schon wieder sich ein bisschen richten. Irgendwann sind dann plötzlich dann wieder viele Spieler online und es geht wieder gut. Diese Sichtweite, jetzt ploppen dann die Häuser auf. Jetzt jederzeit ploppen die, ja, jetzt ploppen die Häuser auf. Das ist schon echt viel höhere Sichtweite. Aber die Spiele und Monster, die tauchen leider erst spät auf. Also das kann man nicht höher stellen. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich gerne mal weghaben möchte. Also wenn ihr jetzt seht, hier irgendwo Monster auftauchen, dann tauchen die jetzt als Frettchen. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, das ist einfach zu klein. Ja, der Deckerfang, der verschwindet jetzt dann eigentlich, wenn man zurückläuft. Ja gut, sie sind ja jetzt geladen. Jetzt ist nicht da. Jetzt ist er wieder da. Wenn man wegschaut, die Sichtweite ist einfach nicht hoch genug. Also wenn jetzt hier unten eins auftaucht, kein Wiesel bitte. Und ja, zum Beispiel diese Säule hier ist auch viel zu spät aufgetaucht. Das kann man nicht höher stellen. Das liegt einfach an der Engine. Ja, die Monster tauchen einfach viel zu spät auf. Ist ein bisschen schade. Also man kann es nicht hochschrauben. So, und weiterhin, ja, ich finde einfach viele Magnaniten. Ich habe jetzt ungefähr so 100 in einem Tag gefunden. Jetzt bin ich schon wieder bei 13. Seit er mich auf, ne, also seit er
ja, ungefähr eine halbe Stunde vor dem Aufnehmen habe ich noch ungefähr, ja, was waren's? 6, 7 Stück, ja, 7 Stück ungefähr gefunden. Und jetzt noch die 5. Es geht schon, also. Ja, manchmal ist auch immer nur Fels und Quarzstein. Aber es geht. Also irgendwann kann ich mir schon Items leisten. Oh Gott. Das geht halt extremst langsam. Das ist halt einfach ein Spiel, da muss man so viel Zeit investieren, dass ich kaum jetzt, ja, wie viel 2 Monate, wo ich jetzt wieder spiele, in 2 Monate hat kein Level 60 Charakter erreicht. Es geht einfach nicht, weil ich kein Geld oder kaum Geld ausgebe für EXP Booster. Also ich habe jetzt noch keinen EXP Booster gekauft. Alle geschenkt bekommen durch die Weihnachtsbäume. Und ja, deshalb geht es jetzt einfach langsam, aber dann plötzlich geht es sehr schnell und dann habt ihr euren Spaß, weil meine Videos bessere Qualität haben, weil mehr passiert. Und ja, ich kaufe jetzt extra einen zweiten Bildschirm für Livestreams, gutes Headset, gutes Mikrofon, gute Grafikkarte und dann habe ich gute Qualität. Also es lohnt sich natürlich schon ein bisschen mich noch zu unterstützen, damit das alles schneller geht. Ja. Also, ich denke, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen gemeckert habe. Ist ja klar. Aber es läuft echt momentan nichts. Cities hat ein Allgross-Fort eingenommen. Also das Allgross-Fort eingenommen. Das ist passiert in den, ja, 20 Minuten. Okay. Kann ich verstehen, dass nichts los ist. Aber man kann nichts machen. Nur das Syrtis hat jeden Tag einen Drachenwunsch, hat er morgen um 5 Uhr oder um 8 Uhr meistens. Da müsst ihr aufstehen, dann früh und dann entgegenwirken, Eisen oder Igen. Okay. Da müsst ihr selber auch noch etwas machen und nicht nur mehr die anderen. Aber wenn, ja, wenn ihr auch so einen schlechten Charakter habt wie ich, ja, dann könnt ihr natürlich nichts machen. Oder die anderen zwei, also der Barbar und der Jäger, die können gar nichts machen. Was sollen sie das Reich retten? Ja. Na gut. Sollen sie das Reich retten? Also, danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich werde sicher bald wieder ein Video machen. Aber mal schauen, wenn was los ist. Tschüss.